Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 11.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, die neue Season ist jetzt 2 Tage alt. Ja, wie ist denn eure Meinung aktuell dazu? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. So, ich blende jetzt gleich am Anfang hier schon das neue Voting ein, hier vom aktuellen Shop. 1092 Love It's, 1612 It's Meh und 3098 Hate It's. Also aktuell der Shop überhaupt nicht gut angekommen bei euch. Gucken wir einfach mal hier rein, was haben wir denn da? Ja, kann ich auch ein Stück weit verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Shop ist es auch nicht. Fangen wir einfach mal ganz normal auf der linken Seite an. Den habe ich ja bereits gestern euch vorgestellt in dem Video. Wird auch jetzt nochmal oben rechts verlinkt in der Ecke. So, jetzt gucken wir doch einfach mal, Mr. Crypto, wie sich da eure Noten für entwickelt haben. Gucken wir mal. So, das ist jetzt hier 3,8 von 5 bei 15 Votes. Dann haben wir dieses... Sieht schon geil aus, ne? Sieht schon geil aus, diese Lackierung. Diese Enigma-Lackierung habe ich euch auch gestern vorgestellt. Schauen wir mal, wie sind da jetzt momentan die Noten. Hier haben wir derzeit 4,69 von 5 bei 13 Votes, 18 Reminders. Da sind wir auch schon durch mit dem Set. Dann geht es hier weiter mit dem Power Chord. Ja, ihr wisst, Pink, die unsere Freiheits... Punk-Statue hier. 6 von 10 für Power Chord. Hier haben wir momentan 3,91 von 5 bei 176 Votes. Am 25. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 10 Mal 283 Reminders. Dann haben wir die Anarchie-Hacke oder die Anarchie-X. Und da mit diesem Nietengürtel drumherum. Da unten der Totenschädel dran. Geht von mir 7 von 10. 3,09 von 5 bei 34 Votes. 10 Mal im Shop gewesen. 17 Reminders. Der Stage Dive. Standardgleiter. Mit diesen spitzen Nieten. Hier so ein kleines Netz drüber. Kriegt von mir 5 von 10. Und da haben wir aktuell 2,68 von 5 bei 22 Votes. 18 Mal im Shop gewesen, 9 Reminders. Dann sind wir auch hier schon mit diesem Set durch. Dann sind wir beim Revolte für 1500 V-Bucks. Dieser Schrotthaufen mit Skateboard hinten dran. 5 von 10. Wobei, jetzt muss ich sagen, passt er eigentlich ganz gut zu der neuen Season. Trotzdem finde ich den nicht so wirklich prickelnd. Hier haben wir 3,29 von 5 bei 14 Votes. Am 24. Februar 2019 ist erstmal dran gewesen. Dreimal seitdem 23 Reminders für 15 V-Bucks der Revolte. Noch ein wenig schlimmer sieht er aus der Rebellion. Also, das ist wirklich unfassbar. Auch 5 von 10 gebe ich ihm trotzdem dem Rebellion. Und da haben wir derzeit 3,77 von 5 bei 13 Votes. Dreimal im Shop gewesen, 32 Reminders. Dann haben wir diesen Hackweiser. Diese Picke da. Tanzen verboten. Dran gekettet. Wenn vielleicht jemand sagen kann, was da drunter steht. Irgendwas mit Road. Tilted Road, das ist die Tilted Road, würde ich sagen, ne? So, das ist die Hackweiser Picke oder Crossroads und Crossroads kriegt von mir auch wieder 5 von 10. Hier 3,53 von 5 bei 15 Votes. 6 Mal im Shop gewesen, nur 9 Reminders. Dann sind wir auch mit diesem Set hier schon durch. Jetzt sind wir bei den heutigen täglichen Items, Daily Items. Ist geil hier, das Teil. Luftrettung kriegt von mir
10 von 10. Da unten auch hier so ein bisschen die Kamera, die da nach rechts und links switcht. Da diese Blinkbeleuchtung. Das Ding sieht schon echt cool aus. 10 von 10 für die Luftrettung. Air Rescue müsste das Ding, oder nee, Air Lift heißt das Teil. Und das hat hier derzeit 4,06 von 5 bei 34 Votes am 8. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 7 mal 27 Reminders. Der Airlift. 1200 V-Bucks. Insight oder Einsicht hier für 1200 V-Bucks. Klassischer Sniper. Hier oben die Patronen drin. So, kriegt von mir 7, 6 von 10 Insight. Und da haben wir momentan 3,36 von 5 bei 36 Votes. Am 16. Dezember 2018 ist das erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 81 Reminders. Dann haben wir einen Schrittwechsel. Habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr es oben in der rechten Ecke verlinkt, könnt ihr draufklicken, wenn mit dem kompletten Spind von Herrn Sofort, zumindest mit dem alten, durchgespielt. Ja, kriegt von mir 9 von 10, find das Ding echt ganz cool. Das ist der Switch Step. Und der Switch Step hat hier momentan 4 von 5 bei 9 Votes am 16. April 2019 das erste Mal drin gewesen, 2 mal 29 Reminders. Jetzt kommen wir zu einem Emote, den lieb ich über alles. Vom Techno-Wikinger, der echt intensiv. Techno-Viking, mega geil. Das Teil habe ich mir selbst auch geholt. Herr Sofort hatten mir sogar geschenkt, glaube ich. Mega geil. Echt intensiv. So, Intensity heißt das Teil. Natürlich von mir 10 von 10. Weniger kann ich dem nicht geben. 3,78 von 5 bei 46 Votes am 27. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 mal 92 Reminders. Sucht mal nach dem Techno-Wikinger. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Doch, ist richtig. So, die Studded Axe. Oder beschlagene Hacke. Ja. 6 von 10 für der Teil. Studded Axe. Ich weiß auch gar nicht, warum die so unfassbar beliebt ist. Ist mir nur ein Rätsel. 4 von 5 bei 48 Votes. Am 13. Juli 2018 ist das erstmal drin gewesen. 13 Mal seitdem 202 Reminders. Und dann haben wir noch als allerletztes hier die Taktik-Offizierin für 800 V-Bucks. Die Tactics oder Tactics Officer. Sorry. Was soll ich dazu sagen? Kriegt von mir 4 von 10. Das ist nicht meins. So, 2,83 von 5 bei 24 Votes. Am 17. Februar 2018 ist das erstmal drin gewesen. Seitdem 11 Mal 36 Reminders. Ja, Leute, wenn... Achso, eine Sache noch. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Da soll es ja eventuell irgendwie ein Event geben. Ja, guck mal da. Stranger Things Crossover Event soon? Also für die Leute, die Stranger Things noch nicht kennen, eine mega geile Serie. Wirklich hammer, hammer cool. Und irgendwie sind da ein paar Sachen aufgefallen, die möglicherweise auf ein Stranger Things Crossover Event hindeuten. Hier steht John Wicks Haus. Ist in der Nähe von Paradise Palms. Das war das gewesen, wo wir in unserem Stream gelandet sind. Also wurden wir ja darauf aufmerksam gemacht, landet mal bei Paradise Palms. Ist ganz hinten rechts hinter Paradise Palms. Da war damals so eine Hütte mit einem Wohnwagen gewesen. Jetzt ist da ein kleines Haus.
Oh, ist ein ganz netter Ort zu landen, um dann nach Paradise rein zu marschieren. Und hier, gucken wir mal, da gibt es wohl in Stranger Things, da gibt es wohl einen so einen Eissalon und der nennt sich wohl Scoops Ahoy. Und in der Mega Mall gibt es wohl auch einen Eissalon, der nennt sich Scoops Ahoy. Ja, und eventuell könnte das darauf hindeuten, dass es ein Stranger Things Crossover gibt, Event gibt. Bin ich mal gespannt. Ja, wenn es euch auch interessiert, wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst uns einfach mal einen Daumen nach oben da, schreibt uns was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich freue mich auf euch.